das war zu wenig. Wir ziehen sofort eins hinterher, ohne mit der Wimper zu zucken. Let's go. Ja, den Fetten hat man im Schulsport gemacht, ja, weil die Tore da ja kleiner waren meistens, weil du da noch die Handballtore hattest. Da hat es Sinn gemacht, dass du den Fetten ins Tor machst, ja. Das stimmt mit dir nicht, Alter. Das gefällt mir schon besser. Endlich, ey. Ja, das war auch ein bastardiger Tritt. Das stimmt mit dir nicht, Alter. Das, guck mal. Ich sag euch ganz ehrlich, die Abfolge ist eine interessante. Er macht einen bastardigen Tritt. Er regt sich auf und dann kommt irgendein random Larry aus der gleichen Mannschaft und will einfach mitchatten. Er ist auch geil hier. Glatzen Joe. Er hat, glaube ich, ein ganz leichtes Grinsen sogar auf Gesicht und kommt so auf Nordic Walking angelehnt um die Ecke. So. Auch nicht schlecht. Also er ist auf jeden Fall in seiner Freizeit safe irgendwie so Polizist oder sowas. Der hat so diesen drahtigen Bullen-Look hat er. Und der hat sich einfach halt, weil er die ganzen Typen, die er so in der Arbeit hat, nicht wegklatschen kann, wenn sie frech sind, muss er das halt auf dem Sportplatz nachholen. Warum, alles gut, Junge, beruhig dich. Er muss sich jetzt auch nicht mit seinem 34er Bizeps breiter machen als nötig. Wir haben ja verstanden, er ist drahtig und hat Bock auf ein bisschen Beef, aber... Junge. Junge, Jutta, ja? Lieber Freund, das ist der Gelbe hier, der 15er. Sinnlos, nein, das ist ein Frustfall. Endlich die Ossis wieder. Das sind die Besten, Mann. Das Wort Lorenz Frustfall hier vom 15er. Okay, endlich geht's los, ey. Ach, geil. Aber Digga! Was ist da los, Alter? Oh Mann, ey, alles gesehen. Was ein brutaler Tritt, ey. Junge. Das Ding ist, er ist tilt, weil er einfach zu langsam ist. Einfach rein. Alles gut. Alter, das war... Wieder der 15er! Ein klares Frustfaul! Ja, Meister Popper kann da ruhig mal einen Karton ziehen. Brauche ein neues Bein. Oh, ganz ruhig, das habe ich nicht gesehen. Ich höre nur alle schreien, da muss ich nochmal die Lupe anlegen. Ach so, ja, okay. Ja, leider. Das halt. Das bringt gar nichts, wenn du dich von Zidane inspirieren lässt. So, auch bei ihm ist da eine Legacy angekratzt gewesen, wegen so einer Scheiße. Das bringt gar nichts. Es bringt nichts. Also, nicht auf dem Platz, wenn es dich so angefressen hat, dass du es nach dem Spiel noch weißt, dann klär es da. Wenn du es aber bis dahin vergessen hast oder es nicht relevant genug war, dann lass es komplett raus aus dem Sport. Was ist denn jetzt passiert? Er hat doch gar nichts gemacht! Hä? Also er wollte einfach sich erkundigen. So, ey Bro, alles gut? Eieiei. Was ist das für ein Schauspieler, ey, aber wirklich? Nein, für die, würde gerade sagen, allein für die Rückennummer sollte man ihm den ersten Klatscher in den Nacken pfeffern. Ich denke, keine bösen Wörter hier. Nein, jetzt schon wieder. Hey, raus! Es ist Ruhe hier!
Ist hier auf der Bank Ruhe. Erstmal vorher gucken, was deiner macht. Ne? Ruhe! Ruhe! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Fußball was für Leute ist, die einfach keinen Bock haben, in den Kampfsportverein zu gehen, um mal wirklich das Zeug rauszulassen und die einfach so auf Hobbybasis nur stressen wollen. Also ab einem gewissen, nicht Alter, aber in einer gewissen Liga-Range, wo die Ambitionen halt weg sind, wo der Kasten Bier halt die Main-Prio ist am Wochenende am Spielfeldrand. Und dann geht es einfach nur um Druck ablassen, oder? Ich will jetzt den Leuten nicht zu nahe treten, aber wird dafür nicht Sex gemacht unter anderem? Da muss man doch nicht irgendwelche anderen Männer abfacken. Und wenn du diese Energie in dir hast, dann geh dich prügeln. Es gibt genug Sportarten, wo du wirklich nur Dampf geben kannst. Aber da wirst du leider von einem 30-Kilo-Hering weggemacht, wenn du keine Technik hast. Deswegen spielen alle Fußball. Ja? Oh nein, Alter. Oh Gott. Weißt du? Ich sag, er soll Druck ablassen beim Vögeln und ein Play später haben sie einfach dem 60er Herbert Schiri die Glocken massiert. Und er hat auch gut gepfeffert, hört den Sound. Warte, wir machen laut. Gebrochen. Ciao. Ciao. Es tut mir leid. Ich kann gerade nicht. Ich muss lachen. Hey Jungs. Wie kann man weiterspielen, wenn da gerade Nüsse in Gefahr sind? Komm Jungs, ey. Hab mal ein bisschen Respekt. Hey, es ist, ich meine, jeder, der Fußball gespielt hat und eine die Klötze bekommen hat, weiß, das ist, du musst instant kotzen eigentlich, weil die ganzen Nerven und so direkt nach oben ziehen. Es gibt Schöneres auf jeden Fall. Ist doch süß, dass er sich entschuldigt. Das kann ja passieren. Ich meine, ey, er hat jetzt sich absichtlich auf seine Klötze gezielt. Ah, oh, das wirklich getroffen, der hat's. Okay, jetzt sehen. Jetzt kann ich. Ja, aber okay, haben sie echt ein bisschen viel gesammelt. Jetzt wird's geil. Was soll das rot sein? Das ist rot. Klar, Torschung ist vereidelt. Wollen bloß noch einschieben, das Ding. Vereidelt? Brauchst du noch einschieben? Scheiße, Alter. Da hat jemand auf Richter angelehnt. Okay. Na, schade, schön. Ehre! Das ist ja richtig brüderlich! Das ist nett. Finde ich nett. Bin windig da, oder? Ja, unnötig umgezogen. Das Gelb ist fraglich, aber es ist halt. Es gibt nichts Schlimmeres als so unnötige Sachen. So, das ist ganz. Also. Das ist hier ein anderer Umgangston auf jeden Fall. Da hätten andere schon geweint bei dem Clash. So, guck mal, jetzt haben sie in der Sekunde, er guckt drüber, er merkt, genau jetzt, wie er steht, merkt er, okay, ich wurde nass gemacht. So, okay, ich wurde nass gemacht. Und dann ist er tilt, weil er zu spät kommt. Er ist einfach ein Tilt-Dingen. Haare blondiert. Sieht ein bisschen aus wie Next von der Seite. Das macht er also jetzt, wenn er nicht CS zockt, gell? Was ist das für ein Ende, der schlägt? Das hat er auch. Schon das zweite Mal. Nüchtig. Was steht da hinten? Bautischlerei. Ich habe irgendwie Brautschlägerei und sowas gelesen. Dachte, Alter, die im Osten sind echt zu wild für mich. Das ist ja nur eine Beine. Der Ball war voll weg. Das ist nur noch ein Mann. Der hat richtig Bock, ne, hier Phil Collins. Phil Collins hat richtig Bock auf Stress gerade. Man merkt, er hat richtig Bock. Komm, Phil Collins, beruhig dich ab. Weiter!
Weiter! Das Problem. Jo. Hier ist wieder Halle, ey. Halle Beste. Angenehmes Teil. Ja, kann man sich ja mal kurz, kann man sich kurz eine Runde feiern. Natürlich. Okay. Ey, Junge. Ey. Okay. Das ist einfach nicht sein Tag, Mann. Das ist einfach nicht sein Tag. Muss er erstmal können. Ja, nein, ja, nein. Ja, lang. Ja, Was ein schöner Mann. Wie viel Pazifist steckt denn bitte in diesem Bro? Kommt von hinten an, umarmt erstmal den Gegner hier, ey. Hey, Jungs, so, guckt hier. Schnappt sich der erstmal. Sagt alles gut, Jungs, geht zu seinem eigenen Mate. Junge, was ein Ehrenspieler. Das ist noch Fair Play. Nicht diese selten fickenden anderen. Ist das Gop? Ja, wirklich. Gelb, ey, was macht der, ja? Warte, haben wir ein kleines Rassismusproblem gerade aktiv? Sag hier, Mirjot! Ey, was macht der? Ah, wie Kirmuse da! Kirmuse! Schiri ist gnadenlos überfordert, ne? Man merkt das leider. Der Schiri ist gnadenlos überfordert mit der Situation. Ja, da. Man hat es einfach gesehen. Er ist einfach getilt. Also man hat nicht die anderen Minuten gesehen. Da ging bestimmt noch. Man hat nicht den Rest gesehen, es war bestimmt kein angenehmes Spiel. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Gott im Himmel, Alter. Alter, ey, das ist wirklich so, er kommt um die Ecke und denkt einfach, was ist dein Problem, du kleiner Pisser? Es ist so most unnötig. Es geht gar nicht unnötiger. Es geht gar nicht. Es ist so völlig, es hält wieder, weil er rennt hin. Er denkt sich, okay, jetzt bin ich ein paar Meter gelaufen, jetzt würde ich ihm wenigstens eine Schulter geben. Vogel, ey. Junge! Oh, es geht los! Alter Schwede! Okay, nochmal, komm, nochmal. So, er ist hier. An diesem Moment war er gebrochen. Weil er hat diesen Tritt bekommen, deswegen ist er aus dem Flow gekommen und hat den Ball verloren. Deswegen, da, meine Damen und Herren, hier entlädt sich Frust. Bam! Und er weiß, okay, der Tritt, jetzt ist eh. Er ist ja kein Dummkopf. Er weiß, okay, das war ein Tritt, er gibt eine rote. Und bevor er den Karton zieht, ja? Bevor Schiri hier den Karton zieht, denkt er sich, nein. Wenn, dann mache ich wenigstens Double Kill. Und gibt den. Bumm! Der kriegt auch sofort einen Tritt. So, und jetzt geht die Reise los. Mal über den Reichsempfänger eine Ansage gerade gemacht, aber was ist das für eine Durchsagequalität gewesen? Es ist krass, ich weiß das, ich finde das wirklich krass, dass Dingens, dass so Mannschaften, also so, dass es Leute gibt da in dem Kreis, die die schlichten. Ich sag euch ganz ehrlich, das gab's bei uns damals nicht. Also bei uns hat jeder nur darauf gewartet, dass genau sowas passiert, um dann einfach asozial zu sein. Trainer, Väter, Ersatzspieler,
alle. Platzwart, die haben alle nur darauf gewartet. Da kam keiner um die Ecke. So, ey Jungs, das ist aber jetzt keine gute Entscheidung, was ihr da macht. So, dann Junge, da sind alle draufgerannt und da ging die Reise los. Also ich finde das eher gut, dass das hier ein bisschen doch mit Fairplay zu tun hat. Ja, ich meine, wir waren früher halt ein asozialer Verein, so, das ist kein Geheimnis, aber, also wir waren gute Spieler, ist auch Fakt, aber einfach ein bisschen zu viel unterschwelligen Druck und Hass und sowas und deswegen hat man halt diese Momente dann komplett ausgenutzt, aber so 15 Jahre, 20 Jahre später würde ich sagen, ne, 15 Jahre war nicht so gut. Lieber schlichten, hört auf euch zu schlagen dort. Ich meine, wir waren noch Jugendliche, ne? Das sind ja teils dann auch andere Kaliber von Alter. Manchmal ist ja sogar Altherrenmannschaft dabei. Okay, yes. Also. Wie alt sind die Clips teilweise? Mit was haben die denn diese ganzen Videos aufgenommen? Mit einem Stein? Und dann jetzt Lehrer geworden, ja. Ich bin jetzt ganz elitär. Hinter mal! Komm weiter, komm weiter! Nicht-Tilt sein! Bingo! Oh! Hey. Ist das gratis, Mann! Hey, der kriegt ihn aus! Aber ein bisschen bastardig von ihm, oder? Wie er sich da noch so aufregt, als hätte er nichts gemacht, oder? Benaki! Oh! Hey. Doch klar die Beine, ist das gratis, für diese Geste hätte er. Also, für das sind so Gesten, wo ich mir. Also, das sind wirklich so Gesten. Das ist der Moment, wo ich tilt werde. So von wegen, als wenn er sich jetzt diesen Joke daraus gemacht hätte und er hätte so gar nichts gemacht. Der will einfach nur eine Faust bekommen. Der hat gerade alle angesprochen, die drumherum sind. Wer hat Bock zu schlagen? Und er sieht nicht ganz uninteressiert aus, bin ich ganz ehrlich. Der sieht nicht ganz uninteressiert aus. Juri hat auf jeden Fall vor 5 bis 10 Jahren hat er auf jeden Fall auch ein paar Box-Lessons gehabt, das kann ich euch sagen. Fouls, Schlägereien und Spielerbrüche. Was? Danke fürs Zuschauen, liken, abonnieren, subscriben und die Glocke. Ne, Neiko? Die Glocke? Juckt dich gar auch nicht, die Glocke, ne? Euch auch nicht. Ihn auch nicht. Naja, tschüss.